Hallo und herzlich willkommen hier auf Ballistex, hier ist euer Rocky und heute probiere ich einfach mal so eine kleine Testaufnahme, was ich für die Zukunft vorhabe für unseren Kanal. Und zwar geht es darum, ich versuche jetzt durch mein neues Tablet, durch das Nvidia Shield, versuche ich euch jetzt mal ein paar Strategien beizubringen, was eben mir auffällt, gerade in den Clankriegen von unserem Clan oder von Angriffen von anderen. Wo Fehler gemacht werden, wo diverse Sachen falsch laufen während des Angriffs. Ich sag nur Heiltränke so positionieren, dass sie wirklich eine gute Funktion haben. Und einfach auf die verschiedenen Truppengattungen einzugehen, grundlegende Dinge einfach mal anzusprechen, dass man eben nicht gerade die Bogenschützen vorne hin tut und dann dahinter die Riesen, sondern dass so eine bisschen so diese Taktik, diese grundlegende Sache einfach mal so ein bisschen begriffen wird. Auch was dieses, ich setze 5 Einheiten, guck zu, was sie machen, und in der Zeit hätte ich schon viel mehr machen können, als sie bloß, oh toll, das machen sie fein. Ja, dann machen wir bloß mal jetzt so zum Anfang zwei kleine Wiederholungen. Ja genau, heute habe ich einen Oni-Packer-Angriff gemacht, den kann man eigentlich direkt mal zeigen, wiederholen, da ist es. Ja, es ist eigentlich mehr so ein Spaßangriff. Ich wollte mal schauen, was wirklich die PKs können. Wir zappen das auch ein bisschen vor. Man sieht unten an der Zeit, es sind noch 1 Minute 15. Die Kosten hat es ungefähr gedeckt von meinen PKs. Aber wie gesagt, ich wollte einfach mal zeigen, was können sie, wie stark sind sie, was können sie machen. Ich habe auch die Glambock-Truppen noch eingesetzt und den König und die Königin. Einfach nur, um wirklich sicher zu gehen, dass ich da 100% schaffe. Wobei, man sieht dann, glaube ich, zum Schluss, dass die Egas es schon ganz gut alleine geschafft hätten. Ja, okay, oben sieht man, dass sie recht viel Schaden einstecken können. Hier sieht man auch schon ein Problem, was ich zum Beispiel auch ansprechen möchte. Wenn PKs zusammenlaufen, dann hauen die meistens aufs gleiche Ziel. Bei Mauern mag es gut sein, aber wie hier hinten, wenn es jetzt Gebäude sind, die nicht so viel Lebenspunkte haben, hier wie der, 3 PKs hauen gleichzeitig auf einen Magierturm. 2 PKs hätten gereicht. Das heißt, einer läuft da sinnlos mit, weil der kann zwar zuhauen, aber bringen tut's nichts, weil wenn 3 Leute auf eins zuhauen, wenn 2 gereicht hätten, dann läuft der eine PK einfach sinnlos mit, nimmt Schaden ein, kann aber seine Stärke überhaupt nicht ausspielen. Und das ist halt etwas, wo man einfach mal versuchen sollte, auch solche Sachen zu berücksichtigen. Ich habe jetzt auch einen Angriff vorbereitet, der jetzt demnächst kommt, der mein Standardangriff ist in Clankriegen. Ja gut, hier sieht man, 100% passt. Wie gesagt, also es geht einfach nur darum, dass man mal sieht, was man machen kann, was man anstellen kann. Und die Truppen, die ich jetzt hier drin habe, das ist meine normale Angriffsstrategie. Wie gesagt, die gibt es in einem späteren Video. Ich versuche da von unserem Mitspieler, von Jan, immer noch einen PK zu bekommen, weil der hat sie auf Level 4. Und durch die Angriffsstrategie habe ich bis jetzt eigentlich immer mindestens 4 bis 6 Punkte immer in jedem CW geholt und das auch gegen recht starke Gegner. Gut, was haben wir hier noch? Angriffslog. Das ist meine Farming-Strategie. Funktioniert eigentlich auch ganz gut. Machen wir einfach mal auf Wiederholen. Und dann sehen wir schon, wie es geht. Man sieht, bei mir sind es wirklich only Bogies. Ich versuche da eben immer Leute zu erwischen, die eben draußen sind und wo ja die ganzen Lager draußen alle voll sind. Also beziehungsweise die Sammler, die Lager nicht. Gut, wenn die Lager draußen sind und voll sind, mag es auch okay sein. Ja, man sieht einfach nur die Bogies drumherum ziehen, die Sammler leerräumen. Eventuell auch mal einen König und die Königin reinsetzen, dass man eben auch an die hinteren Sammler rankommt, weil wenn man sieht, dass die voll sind, und das sieht man eben nur daran, dass da draußen in diesem kleinen Nebenfach von dem Teil zum Beispiel, sieht man viel Gold drin, das bedeutet, dass die Lager voll sind. Es ist genauso wie beim Elixier. Da sieht man auch, wenn die komplett bis oben hin gefüllt sind, dann sollte man sie erst angreifen, weil sonst bringt das alles nichts. Ja, man sieht hier, wie gesagt, Bogies rein, 220 Bogies, einer kostet, glaube ich, 300. Und vom Kosten-Nutzen-Faktor sind sie eigentlich ganz gut. Und weiter als wie 50% will ich auch nicht haben, dass meine Königin und mein König, dass die nicht so viel Schaden einstecken, dass die relativ schnell wieder fit sind, weil sie haben ja auch einen Cooldown, wenn sie zerstört würden. Okay, gut. Also damit habe ich euch jetzt einfach nur mal gesagt, um was es mir jetzt geht, was ich jetzt hier machen möchte. Wie gesagt, im Grunde genommen ist es auch erstmal bloß eine Testaufnahme, so richtig geht es dann erst später los.
Aber ich muss jetzt einfach mal probieren, wie ich das mit meinem Shield-Tablet hier so hinbekomme, dass man auch sagen kann, hey, passt und kann man lassen. Und ich werde auch auf die, wenn ein Klankrieg ist, ich glaube, heute 18 Uhr ist Klankrieg, werde ich auch mal versuchen, da ein paar Videos zu erstellen, einfach nur, wie es darum geht, dass die Leute angreifen, wie sie angreifen, dass auch gerade unsere Clan-Member, die mit dem Clan drin sind, dass die auch mal, dass man denen auch mal so sagen kann, pass auf, da könntest du noch ein bisschen was verändern, da könntest du deinen Angriff noch mehr optimieren. Oder die Truppen, die du da mitführst, die sind totale Scheiße, weil die sich zusammen überhaupt nicht irgendwie ergänzen können. Gut, dann war's das. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Davon versuche ich jetzt wirklich alle 2 bis 3 Tage. Wie gesagt, mit dem Shield-Tablet ist es eine einfache Sache, wenn es funktioniert. Dass ich da immer mal ein paar Videos hochlade, Strategievideos, allgemeine Strategien, die einzelnen Truppen einfach auch mal ansprechen, was die können, wo ihre Stärken sind, wo die Schwächen sind, wie man seine Basis bauen sollte, kommt darauf an, was man vorhat, ob man jetzt farmen möchte oder wirklich aggressiv hochleveln will und versuchen will, wirklich keine Pokale zu verlieren. Bei mir sieht man es, Base draußen, also will ich farmen. Okay, gut, dann war's das. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat's gefallen. Für Verbesserungsvorschläge haut's in die Comments rein. Wobei, das ist ein Vorstellungsvideo, da wird's nicht so viel geben. Und ihr könnt mir auch gern Strategien mailen, die ich auch mal bei YouTube angucken kann, wo ich auch mal meinen Senf dazu geben kann. Also, wie es euch gefällt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und man hört sich.